Sie schauen das TV, das sind die News. Jetzt ist es definitiv. Die Ständeratspräsidentin Karin Keller-Sutter wird Bundesrätin werden. Das gibt die 54-Jährige heute, zwei Wochen nach dem vorzeitigen Rücktritt von Johann Schneider-Ammann, bekannt. Wie es im zweiten Anlauf soll klappen, das sind Berichte von Sarah Wagner. Und nach reiflicher Überlegung bin ich zum Schluss gelangt, dass ich mich der Partei für die Ersatzwahl von Bundesrat Johann Schneider-Ammann gerne zur Verfügung stelle. Es sind die Worte, wo jeder darauf gewartet hat. Karin Keller-Sutter will in Bundesrat. Es wäre mir eine große Ehre und Freude, mich für unser Land in dieser verantwortungsvollen Position einzusetzen. Gerne würde ich meinen Beitrag leisten für eine erfolgreiche Wirtschaft, eine freiheitliche Gesellschaft und einen gesunden Staat. Sie sind das Fundament unserer Zukunft. Vor gut 8 Jahren kandidiert Karin Keller-Sutter damals noch als St. Galler Regierungsrätin schon mal für den Bundesrat. Sie ist ihrem Parteikollegen, Johann Schneider-Ammann, aber deutlich unterlegen. Laut dem langjährigen Bundeshaus-Korrespondenten Hans-Peter Trütsch hat sie jetzt die beste Chance, seinen Sitz überzukommen. Die Chancen sind natürlich sehr intakt jetzt, vor allem auch, weil andere Frauen, die ja zur Diskussion gestanden sind in den ersten 2 Wochen, jetzt verzichtet haben, allen voran Frau Petra Gössi, dann aber auch Frau Fiala. Im Moment ist sie in einer sehr, sehr guten Ausgangsposition. Es müsste wahnsinnig viel passieren, dass sie am 5. Dezember nicht gewählt wird. Dazu ist ihre Bekanntheit auf dem politischen Parkett in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Das macht sie zur Kronfavoritin. Sie sitzt im Ständerat nicht nur in der Wirtschaftskommission, sondern präsidiert auch im Stöckli. Einem, wo die Bekanntheit fehlt, ist der Regierungsrat Benedikt Würth. Auch er wird als möglicher Ostschweizer Bundesratskandidat gehandelt. Allerdings für den Frei werden die Sitze von Doris Leuthard. Dass sich die beiden wegen ihrer Herkunft konkurrieren, findet er aber nicht. Die Entscheidung von der Karin Keller-Sutter hat jetzt aber keinen direkten Einfluss auf meine Entscheidung. Was den regionalen Anspruch oder die regionale Vertretung anbelangt, sage ich klar. Die Kantonsklausel ist abgeschafft. Wenn es 2 Zürcher oder 2 Berner mag verleiden, dann mag es auch 2 St. Galler verleiden. Also diesen Aspekt, glaube ich, muss man in der heutigen Zeit in den Hintergrund rücken. Der Benedikt Würth entscheidet nächste Woche, ob er wie Karin Keller-Sutter in den Bundesrat will. Bis Ende Oktober haben die Parteien noch Zeit, ihre Kandidaten für das höchste Schweizer Amt aufzustellen. Ich habe großen Respekt, wirklich großen Respekt vor der allfälligen Übernahme des Amtes einer Bundesrätin. Karin Keller-Sutter, auch ein Thema nach den News. Wir reden mit ihr in 60 Minuten nochmal über die Kandidatur und das, was jetzt auf sie zukommt.